Schön, dass ihr alle da seid. Naja, fast alle. Robert ist leider verhindert. Ich habe euch hergebeten, weil ich euch eine wichtige Mitteilung zu machen habe. Ich habe mich entschieden, noch diesen Sommer zu heiraten. Das heißt, wenn du das auch willst, Katharina. Grüß dich. Und wie? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Ich habe mir erlaubt, zur Feier des Tages ein kleines Festmahl vorbereiten zu lassen. Oh, was für eine wundervolle Idee, Alexander. Und ich spendiere den Champagner dazu. Ja. Dass ich mich schon sehr auf unsere Hochzeit freue, das habe ich ja schon öfter betont. Ich habe mir allerdings noch keine Gedanken über den Termin gemacht. Und da wollte ich einen Vorschlag von Vater aufgreifen. Der Fürstenhof feiert ja dieses Jahr seinen 50. Wie wäre es also, wenn wir das Jubiläum mit der Hochzeit zusammenlegen? Das ist doch eine ausgezeichnete Idee, mein Sohn. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Und eine bezauberndere Schwiegertochter als dich könnte ich mir gar nicht wünschen. Danke, Charlotte. Danke, Alexander, dass du mir meine Traumhochzeit schenkst. Habe ich dir doch versprochen. Und eines ist mir wichtig. Ich will mit dieser Hochzeit der ganzen Welt zeigen, dass du die Frau für mein Leben bist. Ich habe so getan, als hätte ich mich damit abgefunden, dass er Katharina heiratet. Dabei hätte ich viel lieber gesagt, tu's nicht, heirate mich, ich liebe dich doch. Es bleibt mir nichts übrig, als reinen Tisch zu machen. Oder? Ach, irgendwie mache ich alles falsch, wenn es um Alexander geht. Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Millionär im ganzen Land? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir stockt der Spiegel immer, es kein Wort rauszukriegen. Ich bin manchmal ganz froh, wenn der Spiegel nichts sagt. Er erzählt einem ja sowieso meistens, dass eine andere Prinzessin wird. Ach, das sind zwar keine gläsernen Schuhe, aber mindestens genauso unbequem. Wenigstens ist es deine Größe und du musst dir nicht die Ferse abhacken. Für einen Mann die Ferse abhacken. Also dafür haben Laura Mahler und Tanja Lieberts viel zu viel Grips. Weißt du, wir haben es doch ganz schön weit geschafft, oder? Ich meine, du hast einen Job, ich habe einen Job, wir haben uns. Dieser ganze Prinzen- und Millionärserbenkram, kannst doch eh eine Pfeife rauchen. Es geht doch nichts über ein ungebundenes Leben zweier unabhängiger junger Frauen. Einer großen und einer kleinen. Weißt du was, wir zwei, wir kommen mal ganz groß raus, da bin ich ganz sicher. Was ist denn los? Nichts. So trinkgeldmäßig war ein ganz guter Tag heute. Tanja, wenn du so redest, dann stimmt was nicht. Was ist denn passiert? Ist wirklich nichts passiert. Ich habe mir heute einfach ein paar Gedanken gemacht, weißt du? Ich finde, wir sind ganz schön weit gekommen, oder? Und wir werden unseren Weg auch weitergehen. Ich meine, wir sind jung, wir sind klug, wir sind hübsch. Die Welt liegt uns zu Füßen. Sie heiraten noch diesen Sommer. Was? Alexander und Katharina, sie heiraten zum 50. Hoteljubiläum. Als ich oben das Geschirr bei den Saalfels abgeräumt habe, habe ich es mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir das sagen soll. Jetzt ist es hier raus. Laura, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Sie heiraten noch diesen Sommer. Es tut mir so leid. Du kriegst doch jetzt keinen Schwächeanfall, oder? Warte mal.
Einfach nur ein Glas Wasser trinken, das hilft bestimmt. Weißt du, wir pfeifen auf die Männer. Wenn du weinen willst, dann wein ruhig. Eigentlich bin ich ganz froh. Ja. Das muss ich ja jetzt nicht verstehen, oder? Ist besser als ohnmächtig werden. Ja, dann habe ich jetzt wenigstens Klarheit. Aber du hörst doch jetzt nicht ab und lässt mich im Stich, oder? Ich gehe nur joggen. Ich laufe nicht weg. Sag mal, geht's dir wirklich gut? Ich meine, es ist gerade dein letzter Funken Hoffnung auf die große Liebe erloschen. Das mit Alexander und Katharina war doch von Anfang an klar. Bisher waren sie verlobt und jetzt sind sie eben bald auch noch verheiratet. Ja, aber ihr seid verliebt ineinander. Ich war blind. Von meinem nächsten Monatsgehalt kaufe ich mir neue Laufschuhe. Und niedergeschlagen aus. Nein, Quatsch. Ich bin nur ein bisschen außer Puste. Komm, setz dich. Ist alles okay mit dir? Komm, dreh dich bitte. Ja, ja. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass wenn irgendwas ist, dann bin ich für dich da. Danke. Laura, bist du am Trainieren für die Olympiade? Siehst du richtig fit aus. Blödsinn. Ich bin nur ein bisschen im Kreis gelaufen. Sind wir das nicht alle? Was machst du heute Abend, wenn wir uns auf ein Bierchen treffen? Im Dorf. Ein bisschen Stimmung aufhören. Nee, du. Heute lieber nicht. Sei nicht sauer. Ich wäre gern ein bisschen alleine. Tschüss. Ciao. Ciao. Weh. Ich bin noch nie so viel gejoggt wie heute. Gelaufen und gelaufen, nur damit mir die Füße weher tun als das Herz. Aber ich habe Alexander ja selbst zu einer Entscheidung getrieben. Jetzt hat er sich eben entschieden, Katharina zu heiraten. Wahrscheinlich darf ich wieder Pralinen für sie machen. Ach, Omi. Vielleicht kann man gutes Konfekt ja nur mit gebrochenen Herzen machen. Die Ohrfeige jedenfalls hat er verdient. Sagt, er liebt mich und will eine andere heiraten. Soll er doch. Ich liebe ihn auch nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Gar nicht, null. Schlaf gut, Alexander. Nicht so gut geschlafen, es liegt wohl am Mond. Bei mir auch. Ich habe mein Handy auf Stumm gestellt, vielleicht. Nein, leider nicht. Wie haben deine Eltern eigentlich die Nachricht aufgenommen? Ich konnte es ihnen nicht sagen. Ein uneheliches Kind bei uns im Dorf, das ist eine Schande für die ganze Familie. Und Robert? Wie steht er zu dir und dem Baby? Was hat Robert gesagt? Komm, setz dich mal hin. Erst hat er geglaubt, dass ich lüge. Und dann hat er so getan, als könnte das Baby genauso gut von irgendeinem anderen sein.
Dann pfeif auf ihn. Wir Mädels kommen auch ohne die Kerle klar. Wir wissen nur oft gar nicht, wie stark wir sind. Du schaffst das auch ohne Robert. So sehr liebst du ihn. Er hat nur Angst vor der Verantwortung und vor dem, was auf ihn zukommt. Das heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Trotzdem müsst ihr jetzt darüber sprechen, wie es mit euch beiden weitergeht. Ich weiß nicht, wie. Soll ich mal mit ihm reden? Aber du und er, ihr könnt euch doch erst recht nicht leiden. Naja, aber ich habe den entscheidenden Vorteil, dass ich nicht schwanger von ihm bin. Herrgott noch mal! Was soll das denn? Ich sagte fingerdick. Aber die sind doch fingerdick. Du bist doch in meiner Küche, oder? Dann meine ich mit fingerdick meinen Finger. Wenn ich sage fingerdick, mein Zeigefinger. Und wenn ich sage daumendick, mein Daumen. Klar? Zwei Zentimeter. 1,8. Was? Meine Kartoffeln sind gleich alle. Dann holen Sie doch neu. Kann er das vielleicht kurz machen? Meinetwegen. Hol Kartoffeln. Was soll das? Wir haben doch genug Kartoffeln da drin. Ich wollte unter vier Augen mit Ihnen reden. Okay. Über Marie. Das geht überhaupt nichts an. Ich weiß, dass sie schwanger ist. Das ist einzig und allein Maries Angelegenheit. Sie sind der Vater. Es ist feige, sich vor so einer Verantwortung zu drücken. Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mit ihr reden. Marie braucht sie jetzt. Sie weiß nicht, wie sie es ihren Eltern sagen soll. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich kann mit dieser Situation nicht umgehen. Marie weiß das. Sie haben recht. Marie und ich, wir müssen einiges klären. Wenn Sie irgendjemand davon was erzählen, dann werfe ich Sie raus. Marie ist meine Freundin. Ich würde doch nicht ratschen. Liegestühle dienen der Entspannung. Ich entspanne ja auch. Merkt man das nicht? Weißt du eigentlich, dass du ein wunderschönes Lächeln hast? Das ist alles. Also gut, du hast das schönste Lächeln der ganzen Welt. Also, der halben Welt. Der ganzen nördlichen Hemisphäre. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil ich war noch nicht jenseits des Äquators. Aber mit dir zusammen würde ich über jeden Äquator schreiten. Xaver, nur damit es keine Missverständnisse zwischen uns gibt. Ich mag dich wirklich gerne, aber du brauchst nicht mit mir flirten. Das hat keinen Zweck. Naja, wenn sich deine Meinung ändert, dann kannst du ja Bescheid sagen. Das. Dankeschön.